Ich habe eine Frau gefunden, die nicht meinem Typ entspricht, aber ein sehr guter Mensch ist. Wie soll ich mich entscheiden? Okay. Das heißt, du hast eine Frau, die gefällt dir charakterlich, aber äußerlich nicht. Ich sage euch eins, warum heiraten wir? Warum heiraten wir? Was ist der Grund, dass wir heiraten? Ist der Grund, dass wir heiraten, dass wir uns nett unterhalten können? Ist der Grund, dass wir heiraten, dass wir einfach miteinander Spaß haben, so Mensch, ärgere dich nicht spielen? Was wird dadurch Hallel durch die Heirat? Der Geschlechtsverkehr. So. Das heißt, es geht auch bei einer Heirat klar und deutlich um Gelüste. Es geht um Gelüste. Jemand, der eine Frau heiratet und nicht auf das Äußere achtet, das Äußere gefällt ihm eigentlich nicht. Ich rede gefällt ihm nicht. Nicht, sie ist nicht die schönste Frau. Ich rede von keine Grundattraktivität. Wird meistens nachhinein in der Ehe ein Problem bekommen und das gilt auch für die Frau, ne? Und ich rate normalerweise davon ab. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt bei dir genau ist, weil die Frau muss, wie gesagt, nicht die absolut schönste Frau für dich sein. Aber es soll eine Grundattraktivität da sein. Warum? Du willst ja einen sexuellen Reiz haben. Wir reden klar und deutlich darüber. So, das heißt, wenn die Frau dir vom Äußeren her nicht gefällt, aber der Charakter gefällt dir, ich habe es schon erlebt, Leute haben sich nach der Zeit scheiden lassen. Und gerade, du musst dir vorstellen, reden wir menschlich. Wenn du jetzt Alhamdulillah, ein Muslim bist, du weißt, geschlechtliche Beziehung vor der Ehe ist verboten. Das heißt, du hast jetzt, bist die ganze Zeit abstinent und es ist wie beim Hunger. Ja? Beim Hunger, dann, wenn du großen Hunger hast, isst du auch irgendwas, was dir eigentlich nicht schmeckt. Und hier ist es so, eigentlich diese Frau würdest du nicht nehmen, aber okay, jetzt, das ist die Erstbeste, die du heiraten kannst. Oder der Mann ist der Erstbeste. Und dann bist du 2, 3 Wochen verheiratet, 3, 4 Monate verheiratet und sie gefällt dir nicht mehr. Ja? Und dann geht er dann mit ihr, schläft er dann einmal im Monat mit ihr oder einmal in 2 oder ganz am Anfang der Ehe vor allen Dingen. Und sie ist unglücklich, er ist unglücklich, etc., etc. Und dann, was passiert? Kommt es zur Scheidung. Deswegen in einer Ehe das Äußere und das Innere, das heißt der Charakter und das Äußere sollte stimmen. Stimmen bedeutet nicht, nochmal, dass die Frau auf einer Skala von 1 bis 10 10 ist. Ja, von der Schönheit her. Und der Mann auf einer Skala von 1 bis 10 10. Das nächste Model für Calvin Klein Unterhosen, okay? Nein. Aber es muss eine Grundattraktivität muss da sein. Das heißt, wenn du dir sagst, boah, diese Frau, ja, eigentlich gefällt sie mir nicht, boah, nee, ich finde ja, aber okay, ja, komm, die hat aber einen guten Charakter, glaub es mir. Du heiratest sie ja nicht, um dich mit ihr zu unterhalten, sondern es muss beides stimmen.